In jedem Pyrotechniker steckt angeblich ein kleiner Pyromane. Im Fall von Till Lindemann, dem Leadsänger von Rammstein, ein ziemlich großer Pyromane. Und so wuchtig, wie er hier auftritt in einem Brokatmantel, wie ein Zirkusdirektor, erobert er auch die Manege hier im Ernst-Happel-Stadion im Nu. 110.000 Fans sind auch am Freitag wieder gekommen, um Rammstein hier live spielen zu sehen. Und sie verwöhnen die Fans. Sie wollen auch an diesem Tag alle ihre großen Hits spielen, wie auch schon am Donnerstag, dem ersten Konzert. Zwei Konzerte geben sie hier in Wien und Wien lieben sie auch. Und deshalb wird es auch von dem zweiten Konzert einen Live-Mitschnitt geben. Den wird es dann ab dem Frühjahr als DVD zu kaufen geben. Und diese Show hier, ja, die ist ein reines Feuerspektakel. Es ist ein eigener Pyrotechniker, ein eigener Experte hier engagiert, der sich darum kümmert, weil hier tausende Liter Testbenzin verwendet werden und das Ganze auch gar nicht so ungefährlich ist. Dann gibt es noch weitere Einlagen, zum Beispiel mit einem Kinderwagen oder auch, wenn Till Lindemann hier sogar ein Bandmitglied mit einem Flammenwerfer verfolgt. Also hier wird den Fans alles geboten, aber vor allem eben alle die großen Hits dieser Band, die die neue deutsche Härte verkörpert, die hier eben Metal vermischt mit Techno und mit deutschen Texten, die einzigartig sind auf dieser Welt. Und dass Till Lindemann bereits 56 Jahre alt ist, das merkt man diesem dynamischen Kraftprotz wirklich nicht an und auch seiner Band, die hier in Wien wieder einmal alles geben.